Wenn du schon lange von einem Leben auf dem Land träumst, dann geht es dir so wie einst dieser Familie hier, die vor mehreren hundert Jahren ein unfassbar riesiges und luxuriöses Landanwesen erschufen. Mit Nutztieren, Ländereien und allem, was zu einer guten Landwirtschaft dazugehört. Viele Jahre später bin ich zu diesem Ort zurückgekehrt, denn hier wohnt schon lange keiner mehr und das komplette Anwesen vermodert. Wie zugewachsen kann ein Haus denn sein? Wie auf der Flucht. Einfach alles hier gelassen. Geiler alter Unimog in grün. Sämtliche Kleidungsstücke, wahrscheinlich vom Reiten. Pferdeställe, alte Halfter. Die Zahnbürste, da ist sogar noch Zahnpasta dran. Hier ist noch ein Lippenstift. Ein Tisch mit Kaffeegedeck. Hier sind sogar noch Zigarettenstummel in diesem kleinen Gefäß. Metallverschläge, damit auf keinen Fall jemand das hier aufbekommt. Ein riesiges Landanwesen im Millionenwert. Wir sind auf dem Weg zu einer Location, die, glaube ich, sehr, sehr besonders ist. Problem ist nur, wir wissen nicht genau, wie wir dorthin kommen. Es ist richtig kalt. Wir haben heute minus 4 Grad. Heute Nacht hat es sogar minus 10 Grad gehabt. Wir müssen, glaube ich, über ein Feld laufen und so ein bisschen hinten herum zu der Location, weil die halt von der anderen Seite angrenzende Grundstücke hat, wo man recht leicht gesehen wird. Deswegen nehmen wir jetzt hier einen größeren Umweg auf uns. Hier vorne scheint so ein kleiner Bachlauf zu sein. Erstes kleineres Problem, wir müssen hier über den Bachlauf. Ich sehe da vorne aber eine kleine Verengung, vielleicht kommen wir darüber. Wir haben eine Brücke. Ja, Gott sei Dank, kein Weitsprung nötig. Hier geht's sogar nochmal rüber. Und jetzt hier am Feld entlang, einmal dort hinten in die Richtung. Hier sind wir. Das ist der Hof, zu dem wir wollten. Das geht tatsächlich da vorne noch weiter. Da ist das Wohnhaus. Aufregend. Hier beginnen wir auch das Video. Mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Wir sind drin in diesem Gebäude. Ein unfassbar altes und besonderes Landanwesen. Und ich glaube, wir haben hier richtig viel zu entdecken. Hier ist wirklich alles zurückgelassen worden. Ich laufe jetzt hier mit euch ein bisschen durch und wir erkunden das alte Landanwesen irgendwo in Deutschland. Zunächst möchte ich euch mal einen Rundumblick bieten. Denn es gibt hier einen sehr, sehr schönen alten Schrank. Im Übrigen ist die Küche komplett eingerichtet. Selbst in den Schubladen, wo man ja manchmal so Krimskrams-Schubladen hat, ist noch alles da. Und selbst Gewürze wie Maggi liegen hier noch im Regal. Hier steht ein alter Krückstock. Vielleicht eine Vorstellung, dass die Menschen, die hier zum Schluss gelebt haben, schon sehr, sehr alt waren. Und hier vorne haben wir die Spüle. Alles relativ einfach, aber trotzdem sehr, sehr schön. Wie auch mit dieser alten Decke, mit den Balken hier drüber. Unschwer zu erkennen ist auch, dass hier ein Kalender von 2006 hängt. Hier neben noch einer, 2005. Also irgendwie um 2006 muss das Ganze hier verlassen worden sein. In der Küche gibt es jetzt zwei Türen. Dort vorne kommt man weiter. Und hier, von hier vorne, sind wir reingekommen. Aber ich wollte euch kurz zeigen, hier gibt es auch noch so eine alte Waschküche. Na, hier hat man eine Bürste, nochmal ein größeres Waschbecken und natürlich auch die passende Waschmaschine mit Waschmittel. Und so einen alten, ist das ein Räucherofen? Vielleicht haben die hiermit geheizt. Das war vielleicht wirklich ein alter Holzheizofen für die Zentralheizung, weil da hinten ist ja auch so ein komisches Gerät. Das sind hier wirklich mehrere Hauswirtschaftsräume, denn wenn man mal weitergeht, befindet sich hier nämlich noch so ein alter Nähraum. Schaut mal, eine alte, völlig vertrocknete Pflanze, eine schöne alte Nähmaschine, ein ganzer Kasten voll mit Knöpfen. Wahrscheinlich war das auch so eine kleine Abstellkammer hier, wo man verschiedenste Sachen lagern konnte. Wenn man jetzt die andere Tür in der Küche nutzt, kommt man ins große Wohnzimmer. Knatschende alte Türen. Wahnsinn! Das hier ist das Wohnzimmer. Ist das irre? Dieser alte, wirklich uralte Schrank
Hat hier sogar so eine Eingerbung. 1770. Diese alten Holztüren. Und sogar noch irgendwelche Sachen liegen in dem Schrank drin. Daneben dann ein alter Kamin. Ihr müsst euch alleine mal diese Deckenhöhe hier anschauen. Das ist schon wirklich irre. Dann haben wir hier eine Sofaecke. Ledersofa. Und weitere alte Schränke. Hier oben bricht das Licht auch so richtig krass rein. Allein dieses Regal mit diesen alten Tontöpfen ist ja schon besonders irgendwie. Und eine alte Gedenkkarte. Guck mal, die haben sie zugeschickt bekommen. In Gedenken, HPS. Und eine Rose ist vorne drauf. Und hier dann der Aufgang in die obere Etage. Mit so einer offenen, uralten Holztreppe. Allein die Treppe muss so, so wertvoll sein. Also das ist schon wirklich ein besonderes Bauernhaus. Wirklich riesengroß und teuer gewesen zu den damaligen Zeiten. Eine Tür zweigt übrigens noch von diesem Wohnzimmer ab. Und das ist diese hier. Da steht Kontor drauf. So eine Art Verwalter oder so. Ein kleiner alter Ofen. Oh, und Tatsache, ein altes Büro. Hier sind einige Unterlagen in solchen Ordnern einsortiert. Schaut euch das mal an. Landwirtschaftliche Güter und Adressbücher. Alter, von wann ist das? Von wann ist diese Buchbindung? Hier steht's ganz klein. 1952. Forstverwaltung, Landeskulturamt. Hier ist alles eingetragen, wem irgendwelche Höfe gehören. Ich denke schon, dass hier in diesem Büro tatsächlich so eine Art Verwalter war. Wer zu der damaligen Zeit solch ein Gebäude besessen hat, der musste unfassbar viel Einfluss gehabt haben. Ich meine, ihr müsst mal überlegen, wenn die Möbel hier von 1700 sind, dann muss der Hof eine ähnliche Zeit gehabt haben. Das Ganze muss über Generationen in der Familie weitergegeben worden sein. Immer wieder hat es jemand geerbt. Und dann gab es aber den Punkt, da wollte das niemand mehr haben. Und seitdem das hier keiner mehr haben will, verfällt das hier tatsächlich. Es gibt niemanden, der sich seitdem darum kümmert. Nur Vandalismus gab es hier komischerweise auch gar nicht. Das habe ich fast noch nie gesehen in dieser Form. So unberührt. Wahnsinn. Wir haben jetzt von diesem Wohnzimmer zwei Optionen. Die eine ist da hinten zu dieser Treppe zu gehen oder wir gehen hier hin zu dieser Tür. Da kommen wir anscheinend in einen Stall. Oh, das ist nicht uninteressant, Leute, wie das Licht da vorne durchbricht. Diese kleine Treppe nach oben zum Heuboden. Hier hängt tatsächlich auch noch, als ob man hier auf der Flucht gewesen wäre, sämtliche Kleidungsstücke, wahrscheinlich vom Reiten. Hier auch so ein alter Regengummimantel in Grün. Auf dem Tisch auf der anderen Seite stehen uralte Holzpantoffel. Ein altes Foto. Das könnte sogar ganz gut in diesem Haus gewesen sein. Und dann haben wir hier Pferdeställe. Hier steht sogar noch ein Name. Heukammer und Pearly. Und hier alte Halfter. Man kann sich hier in diesem Stall so richtig gut vorstellen, wie hier in der Tat mal Leute mit Pferden reingelaufen sind. Hier vorne hängt auch noch ein altes Radio. Das ganze Pferdegeschirr, was hier ist. Die Sonne, die gerade da oben reinbricht. Alleine, was das für einen Wert hat, ne? So ein alter, schöner Fachwerk-Pferdehof. Es ist unfassbar, dass das nicht mehr genutzt wird. Hier ging ja noch irgendwie ein Gang weiter. Keine Ahnung wohin. Aber hier steht auf jeden Fall ein altes Fahrrad und Schubkarren. Ja, und ein Zeug für den Garten. Oh, krass. Hier ist einfach noch ein alter Pickup. Da haben die sogar ihr Auto zurückgelassen, oder wie? Das ist ja wirklich wie auf der Flucht. Einfach alles hier gelassen. Sogar der Motor ist noch drin. Das wurde schon so lange nicht bewegt, dass die Luft aus dem Reifen gegangen ist. Die Tür geht sogar auf von dem Auto. Hier sogar noch mit Traumfänger drin und sämtlichen, hier, Serviceplan, Dekra, TÜV-Gutachten, 1997. Hätte ja noch gefehlt, wenn der Schlüssel gesteckt hätte, aber der ist an der Stelle nicht da. Guckt euch das mal an, damit sind sie zuletzt vielleicht noch gefahren. Da ist schon überall richtig Dreck an den Fensterscheiben von innen. Hier steht auch so ein alter Rasenmäher-Trecker, den brauchst du natürlich für so ein großes Grundstück. Ist von außen wirklich riesig. Und hier vorne? Boah, krass. Ein alter Unimog oder was? Schnorchel,
richtig geiler alter Unimog in grün. Auch inzwischen schon platt, der muss ja auch schon ewig hier stehen. Aber wie cool. Der ist auch offen. Guckt euch das an. Es ist zwar ein bisschen dunkel hier, aber man kann schon noch gut erkennen. Hier die ganzen Instrumente und so weiter, der ist auch noch komplett, wahrscheinlich sogar fahrbar, wenn man ihn wieder herrichten könnte. Wahnsinn. Ist halt extrem schade, wenn man bedenkt, dass so ein Unimog richtig viel wert ist eigentlich und der jetzt hier über Jahre einfach so vergammelt, ne? Keiner interessiert sich für das ganze Riesenanwesen hier, was man hier alles draus machen könnte, was ich dafür geben würde, so einen Hof zu besitzen. Und die Besitzer? Vielleicht leben die nicht mal in Deutschland. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, aber ich glaube, ihr fühlt da alle mit, oder? Wer würde nicht gerne so einen alten Bauernhof besitzen mit Hühnerstall, Schweinestall, Garage, noch eine große Scheune, Pferdeställe und dann auch noch so schön auf dem Land gelegen? Ja, jetzt bleibt uns noch die große Steintreppe, Leute. Das ist halt wirklich immer noch sehr erstaunlich, dieser Durchgang hier. Das habe ich auch so in kaum einem anderen, vor allem Bauernhof, gesehen. Hier hat so einen völlig zerlederten Teppich. Das ist ja wirklich. Und dann hast du hier den Flur. Da hinten bricht das Licht wieder ganz schön durchs Badezimmerfenster rein. Und auch hier wieder alles zurückgelassen. Ne? Kleidungsstücke, die hier in der Garderobe hängen, alle zurückgelassen. Auf der anderen Seite dieses riesen Flures, das muss man wirklich sagen, ist hier eine Kommode und auch die voller Sachen. Ne? Ein alter Reiterhelm, alte Lederhandschuhe. Ein Schal und Weihnachtsdekoration, die hier wahrscheinlich gelagert wurde. Schöne blaue Weihnachtskugeln für den Weihnachtsschmuck. Hier ist sogar Osterschmuck. Und eine alte Schallplatte. Die liegt hier auch noch. Alleine diese Größe des Flures vermittelt halt einfach schon, wie groß dieses Haus hier ist. Dieser große Rundbogen dann in das Wohnzimmer hier vorne. Hier das Entree, der richtige Eingangsbereich, würde ich meinen. So ein schöner alter Teppich. Hier scheint tatsächlich mal ein Tisch hingestellt worden zu sein, damit man hier von außen auf keinen Fall diese Tür mehr aufkriegt. Und was im Übrigen auch auffällt, sind hier an allen Fenstern diese Metallverschläge, die hier irgendwann mal rangebracht wurden, damit auf keinen Fall jemand das hier aufbekommt. Bevor wir aber diesen Flur hier mit der Kommode verlassen, ist hier vorne tatsächlich noch ein Badezimmer. Direkt am Anfang ist hier eine Dusche, richtig ordentlich massiv hier in den Raum reingebaut. Ein Waschbecken, ach krass, Leute. Na, das zum Thema, hier hat zum Schluss nur noch eine Frau gewohnt. Hier ist noch ein Lippenstift, die Zahnbürste, da ist sogar noch Zahnpasta dran. Irgend so eine, was zum Eincremen, eine Seife und die Handtücher. Und auf der anderen Seite, da bricht die Sonne so ein bisschen vom Fenster herein. Hast du noch einen blauen Bademantel und ja, alle Kleidungsstücke für eine Frau, ne? Es ist halt auch so interessant, wie jegliche Details hier noch sind. Hier sind selbstgemalte Bilder, sehen sehr ähnlich aus zu den Bildern, die meine Oma jahrelang gemalt hat. Und jetzt haben wir hier die nächste Tür. Wieder ein unfassbar edler Türrahmen. Massives Holz irgendwie, das ist schon krass. Und jetzt schaut euch bitte das an. Kann man das begreifen? Direkt hier vorne fallen alte Notenblätter auf, ganz, ganz viele Noten. An den Wänden hängen überall Bilder, teils gemalt, teils Fotos. Eine Sofaecke sieht fast schon edel aus mit so einem Marmorholztisch. Ein Teddy, der hier auf dem Sofa sitzt. Und auf der anderen Seite eine riesige Schrankgarnitur. Auch die erinnert ein wenig an die Schrankgarnitur meiner Großeltern. Die hatten das auch in so einem dunklen Holz. Darin befinden sich eine ganze, ganze Menge Bücher. Die übrigens alle, und das ist ziemlich eklig, mit so einer dicken Schimmelschicht überzogen sind. Wenn du hier die Tür aufmachst, die sind halt alle noch voller Einrichtungsgegenstände. Auch hier wieder. Hier unten Max und Moritz, ein uraltes Heft von denen. Schallplattensammlung, die gibt's hier ebenfalls. Aber der Schallplattenspieler, der fehlt leider. Man scheint sich hier tatsächlich auch mit Musik auseinandergesetzt zu haben. Denn hier liegt zum Beispiel eine uralte Blockflöte. Und wenn man genau auf den Boden guckt, alles voller Fotos. Dieses Foto hier zeigt zum Beispiel ein Paar auf einem alten Sessel sitzend. Oder in der Tat noch viel ältere Fotos einer Frau. Das ist wirklich so eins wahrscheinlich der ersten Fotos in Schwarz-Weiß. Hier ebenfalls eine Familie, auch in Schwarz-Weiß, beziehungsweise diesem typischen Sepia-Look. Und eine Luftaufnahme, die gibt es hier auch noch. Und ich glaube, die waren damals sehr, sehr selten. Und neben all dieser Einrichtung steht noch ein sehr, sehr ebenfalls verschimmelter Schreibtisch mit unfassbar vielen Unterlagen. Hier sind wirklich viele, viele Unterlagen, aber ich konnte mir gerade ein kurzes Bild machen. Ernst August,
Der Nachname steht hier auch. Ich habe den vorhin schon mal gesehen. Und hier ist tatsächlich eine Todesanzeige. Geboren ist er 1928 und verstorben 1992. Und wenn man hier etwas tiefer in die Unterlagen geht, dann fällt auf, dass die Frau, die vielleicht hier auch auf einem Foto ist, hier liegt ein Hut, könnte auch von ihr sein, tatsächlich hier später, nach 1992, wohl noch bis 2006 gelebt haben muss. Und dann ist sie wohl, das kann man hier in der Unterlage nachlesen, nach Amerika ausgewandert und seitdem überhaupt nicht mehr in Deutschland. Und das ist die Theorie, die ich vorhin ja auch schon bei den Autos hatte. Sie schien ganz schnell ein paar Koffer gepackt zu haben und hat sich dann hier wirklich aus Deutschland weggemacht. Und seitdem, vielleicht ist sie dann dort später in Amerika gestorben, hat da eben eine neue Familie vielleicht nochmal gefunden, nochmal einen Mann kennengelernt, was auch immer. Sie muss ja schon relativ alt gewesen sein. Sie scheint die Besitzerin zu sein. Es gibt keine Nachkommen mehr, die sich dafür interessieren. Niemanden, der geerbt hat. Vielleicht gab es keine Kinder in diesem Falle. Und somit ja, ist das Haus quasi besitzerlos. Beziehungsweise gehört es ihr und sie lebt vielleicht nicht mehr und wenn dann in Amerika. Ich finde es halt tatsächlich eigenartig, dass sie nichts von all dem hier veräußert hat. Dass sie nichts weitergegeben hat. Dass all die Bücher und all die Unterlagen hier zurückgelassen wurden. Bei denen man ja sogar nachvollziehen kann, wie ihr Lebenslauf stattgefunden hat. Das sind schon eigenartige Dinge, Leute. Und wenn man sich dann all die Details in all diesen Räumen anschaut, ist es schon irgendwo ziemlich tragisch. Ich meine, nicht mal das Auto haben sie mitgenommen. Die haben das Auto einfach in der Garage zurückgelassen und da ist sie los. Als hätte sie einfach irgendjemanden angerufen, wurde abgeholt, zwei Koffer wurden eingeladen, sie ist zum nächsten Bahnhof, zum Flughafen und weg war sie. Und nie wieder hat sie diesen Hof hier betreten. Vielleicht in Trauer zu ihrem Mann, der 1992 verstorben ist. Wieder hier ein altes Foto, vielleicht sogar von ihr im jugendlichen Alter. Dann hier weitere Fotos, vielleicht ihrer Enkelkinder, vielleicht sie als Kind. Das sind Familienbilder aus Zeiten, als noch alles gut war, denke ich, Leute. Und hier saß sie dann vielleicht. Könnt ihr euch das vorstellen? So eine große Sofaecke, so viele Bücher und diese Frau saß hier ganz alleine seit 1992 bis 2006 vielleicht noch auf diesem Sofa. Und daneben geht's ja übrigens genauso weiter. Ein alter Flügel, der hier noch steht. Und übrigens auf dem Fußboden ein völlig zerfledderter Teppich. Das ist wirklich unfassbar. Der hat überhaupt keine Struktur mehr. Der ist eigentlich komplett verstaubt. Ein Tisch mit Kaffeegedeck, einer Lampe, die relativ tief hängt irgendwie. Ich meine, guck mal, hier sind sogar noch Zigarettenstummel in diesem kleinen Gefäß und eine völlig heruntergebrannte Kerze. Als hätte sie vielleicht noch ein letztes Mal hier an diesem Tisch gesessen mit ein, zwei Freunden oder auch alleine und dann beschlossen, dass sie hier weg muss. Alleine die Vorstellung, mit all diesem Hab und Gut abzurechnen quasi und damit abzuschließen, zu sagen, ich mach mich jetzt hier aus dem Staub. Ich kann hier nicht mehr leben. All das, was ich hier sehe, erinnert mich an meinen Mann, der schon vor so vielen Jahren verstorben ist. Vielleicht hat der Mann hier früher Klavier gespielt, beziehungsweise Flügel. Und jetzt spielt hier keiner mehr. Es ist still, das Haus knatscht, es ist alt. Riesenscheunen, Riesenpferdeställe. Vielleicht schon lange keine Pferde mehr darin. Das ist einfach unfassbar irgendwie, sich das vorzustellen. Weil ich meine, das haben die Familien über Jahrhunderte aufgebaut. Und sie hat sich dann dazu alleine entschieden, das brauche ich nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich muss weg. Über ein kleines und alles wird Staub, Sterne, die fallen wie welkendes Laub. Ewigkeit naht, es verringert die Zeit, über ein kleines, oh, wär ich bereit. So Leute, ich würde sagen, wir verlassen diesen Raum hier wieder. Das ist aber jetzt ein Vergnügen. Ich würde sagen, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wäre vielleicht ein Keller, aber vor allem die obere Etage. Diese alte Treppe nach oben, das ist wirklich unheimlich auch, ne? Das wird wahrscheinlich ordentlich knatschen beim Hochgehen, wir gucken mal. Gespannt, was hier oben noch auf uns wartet. Kaum hier oben angekommen, fällt direkt hier oben eine Krücke auf. Ich weiß ja nicht, wie gut die da unten noch zu Fuß war. Oder vielleicht war die Krücke auch noch von dem verstorbenen Mann. Eine Tischtennisplatte ist hier noch gelagert. Und dann tatsächlich einfach irgendwie sieht das hier eher nach so einem Abstellraum aus. Da hinten noch eine alte Kommode, ein großes Fenster und ein ziemlich großes altes Schlafzimmer, welches auch dem Stil der unteren Räume ähnelt. Hier ist noch ein Schrank. Einzelne Kleidungsstücke, wie so ein längerer Rock, hängen hier noch. Und auch ein Gürtel. Aber ansonsten
bis auf den Hut hier an diesem Schminktisch ist das Zimmer relativ leer. Ob damals, als diese Frau hier in diesem Bett lag, auch schon so viel vor dem Fenster gewachsen ist, das ist ja wirklich völlig irre. Es ist komplett zugewachsen. Das sieht da draußen aus wie ein Dschungel. Die Natur, ihr wisst es, Leute, sie holt sich irgendwann alles zurück. Es ist schon wirklich was Besonderes hier. Das merke ich auf jeden Fall und ich hoffe ihr auch. Wie lange wir alleine jetzt schon in diesem Gebäude sind. Wir sind locker schon, ich weiß nicht, 3, 3,5 Stunden hier drin und irren hier hin und her, versuchen noch irgendwelche Details einzufangen. Es ist wirklich ein ganz besonderes Abenteuer hier. Ich bin jetzt hier einmal nochmal rumgelaufen ums Grundstück, um euch den Eingang zu zeigen von außen. So sieht das Gebäude von außen aus. Von hier aus sieht es nochmal mehr aus wie so eine Villa oder so. Diesem schönen Treppenhochgang und dieser riesigen Holztür. Das wirkt übelst luxuriös irgendwie. Und noch ein bisschen weiter sieht man das noch mal krasser. Wie zugewachsen kann ein Haus denn sein? Man erkennt nichts mehr vom Haus. Hier unten müssen irgendwo die Wohnzimmer gewesen sein. Das ist einfach nur irre. Alles ist zugewachsen. Gut, Leute, ich würde auch sagen, wir beenden genau hier das Video. Das ist wirklich krass gewesen hier. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde schon sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt frei und gesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Mal. Euer PJ Adventure. Ciao.